Die Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, ereignete sich ein paar Meilen vor Quebec im Herbst 1665. Joseph Côté, ich verhafte euch im Namen des Quartiermeisters! Hast du irgendwelche Werwölfe gesehen, seitdem du hier bist? Dass du so ungestört leben kannst, verdankst du nur Bredamour. Ich werde ihm Dank sagen, wenn ich ihn sehe. Er kommt demnächst hierher? Um dem Verurteilten die letzte Beichte abzugeben. Neue Verhandlung. Joseph Côté, der in Quebec gehängt werden sollte. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Schürzenjäger, ein Übeltäter. Wachen, vorwärts, Bedacht! Ein Entflohener. Ihr habt euren Namen vor uns geheim gehalten. Nichts ist gut genug für Pater Bredamour. Welch ein Glück. Der berühmteste Jesuit Neufrankreichs. Der Seigneur de Beaufort wird bald hier eintreffen und er wählt unter euch 7 Mädchen, die die Freude haben, die Frauen seiner Männer und seiner Söhne zu werden. Wunderbar, dass ihr da seid, Pater. Demnächst sind ein paar Hochzeiten fällig. Woher stammt diese schlimme Wunde? Lebt er noch? Frag ihn mal, vielleicht hört er dich da, sein Kopf. Aber dein Tod bleibt nicht ungesühnt. Als Mann Gottes auszugeben. Kommen deine Freunde, um dich zu retten? Eine Vollmondnacht, genau wie die heutige. Bredamour hatte sein Kruzifix in die Hand genommen. Böse gemeint, Pfaff, aber du bringst Unglück.